Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Als der Mickey mir gerade dieses Tattoo gestochen hat, Beyonce kommt rein, er schmeißt die Tattoo-Maschine unter den Tisch, der Beyonce gibt mir Post, geht wieder, er holt die Maschine raus, sticht's weiter, hat er mir halt hier als voll geitert, weil er mir einen Dreck reingestochen hat. Sonst hatten wir immer für jeden neue Gitarrenseiten benutzt. Nur da war halt das Problem, dass genau in dem Augenblick der Schließer reinkommt. Zum Glück war das ein Cooler, den es nicht interessiert hat, was er da gerade gesehen hat. Er hat es natürlich mitbekommen, wie er die Maschine hinten reingeschossen hat und wie ich da so aufgesprungen bin und schnell den Ärmel runtergemacht habe. Das hat er halt schon gesehen. Der Mickey, der war hinten in der Viererzelle gelegen, die war unterhalb vom Fernsehraum. Und da hat der Sack tatsächlich an der Wand ist so lange abgeklopft, bis er gehört hat, an welcher Stelle ein Kabel verläuft. Und da haben sie das aufgebohrt in der Wand und mit Klemmen zwei Kabel angepflanzt, um Kabelfernsehen zu haben. Alle anderen hatten gerade einmal mit der scheiß Zimmerantenne drei Sender, ARD, ZDF, Bayern 3. Und er hat sich Kabelfernsehen geholt, Herr. Das war halt schon ein Geniestreich. Dreimal dürft ihr raten, wo ich die ganze Zeit Umschluss gemacht habe am Wochenende. Da gab es ja meistens was zu kiffen und zum Saufen. Ja, in der Zelle war es schon cool. Ja. Ich selber war ja auf der Zweimann-Zelle und war ja erst mit so einem Spinner drauf. Und als der dann raus war, ist dann einer gekommen, dessen Bruder hat ihn versorgt mit Hasch und mit Heroin. Das Heroin musste aber teilen mit noch zwei anderen, die eigentlich mit seinem Bruder zusammen draußen Geschäft halt gemacht haben. Und da war es immer so, er hat mich halt manchmal geärgert, weil er den Steck ist gehabt und hat mir nichts abgeben. Und an dem Tag war es aber so, dass ich gesagt habe, wenn du noch einmal zu mir sagst, dass du drauf bist und ich nichts krieg, beim nächsten Aufschluss stehe ich draußen und dann sage ich Specki zu dir. Und dann sagt er, was? Ja, und es war halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann tue ich so, als wären wir schwul. Und es war halt für ihn voll, er hat er homophob, hat er Angst gehabt davor, dass er dann so einen Ruf hat. Ja, ist auch gefährlich, wenn du dann duschen gehst und die Leute denken, du bist schwul und mit dir könnte man eventuell mal schnell in der Kabine verschwinden. Ja, aber er wollte es mir halt nicht glauben. Und natürlich habe ich beim nächsten Aufschluss, ich habe gerade oben beim Fidel und quatscht mit dem und schauen sie runter und lachen und er hat wieder so einen dummen Spruch abgelassen und dann schreie ich auch, hey Specki, komm runter, dein Essen wird kalt. Und dann kommt der Wut entbrannt, knallroter Schädel, alle lachen hier oben, die wir uns halt kannt haben, wir wissen schon, dass es nur Scherz ist, aber lachen halt und ich bin total sauer am Rennen. Und war das so, wir waren ziemlich weit hinten, er musste ein ganzes Stück vor, Treppe runter und zurück und bis er da war, war ich drin und hab Tür zudrückt. Ja, da kam er halt nicht mehr ran an mich, weil die Tür von außen nicht mehr aufmachbar ist. Wenn mir ins Schloss gefallen ist, die kriegt er nur noch der Schließer auf. Ja, und bis halt dann der Schließer mit dem Anessen gekommen ist, war er halt dann schon wieder runter und hat sich da abgedreht gehabt und wir haben wieder gelacht drüber, dass ich ihn halt schon so verarscht habe, war halt dann lustig und er hat mir dann auch einen Druck abgegeben, einen kleinen Filter, den wir dann haben können. Das war, glaube ich, Weihnachten. Weihnachten 98 muss das gewesen sein. Weihnachten 98, genau, da hat er mal ein bisschen was abgegeben von seinem Heroin. Ansonsten haben wir nur Hasch gehabt und dann, als das Hasch aus war, das war halt dann auch bitter, wir haben seinen Bruder irgendwie erwischt und der war dann in U-Haft und dann kam halt niemand mehr zu besuchen, hat was gebracht. Dann haben wir überlegt, was können wir denn sonst uns irgendwie Gutes tun und haben einen angesetzt für Nachbarzellen, zwei Zellen weiter einer, der konnte den Schnaps brennen, habe ich auch schon mal erzählt davon, glaube ich. Auf jeden Fall war das halt so, dass wir da 10 Liter einmal Saft angesetzt hatten und der war schon so extrem am Stinken und dann haben wir überlegt, Alter, entweder wir geben jetzt den Eimer ab, oder wir saufen ihn selber. Und was soll ich sagen, wir haben ihn selber gesoffen.
Wir waren so hart gedicht und waren so am Feiern und laut und am Rumschreien, dass wir uns nicht mitgekriegt. In den Zellen gibt es ein Radio, eine Gegensprechanlage. Und wenn das rote Licht leuchtet, dann bist du der, der redet. Also dein Mikrofon ist dann an. Der Wachmann unten kriegt genau mit, was in der Zelle gesprochen wird. Und wir feiern ab, brüllen uns die Seele aus dem Leib mit Highway to Hell. Und bom, bom, gegen den Holzschrank gedonnert, mit den Füßen, oh, bom. Weil wir so besoffen waren, wir haben nichts mehr geschnallt. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, hey. Ja, was denn? Und dann sehe ich das Licht und, oh, Scheiße. Dann war der Beamte, also wenn die Hirn jetzt gerne mal ein bisschen ruhiger wären, es gibt Beschwerden von Zellen unten drunter und runter bis in den Keller, dass wir so laut wären und man möchte doch uns bitten, stille zu sein. Ansonsten wird das Rollkommando kommen. Okay, wir waren ab der Leise. Alter, Rollkommando willst du nicht. Aber wir waren dann leise. Und aus irgendeinem Grund am nächsten Tag haben es halt natürlich die Zelle gefüllt, aber wir haben alles sauber gemacht gehabt. Wir haben keinen Bock gekriegt dafür. Nicht einmal, wir mussten nicht einmal antanzen. Man hat uns nur gebeten, nachts nicht so laut zu sein. Wir waren nicht besoffen, wir waren halt bloß, haben uns rumgesponnen. Die Wahrheit ist, wir haben gesoffen, also diese 10 Liter einmal haben wir zu zweit niedergemacht und danach haben wir auch noch einen geraucht, weil man was zum Kiffen gehabt hat. Aber ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß aber noch, dass die uns da in der Gegensprechanlage, dass ich da total Angst gehabt habe. Ich dachte mir, meine Fresse, wir Giftler haben eh schon keine Privilegien, wir kriegen keine Pakete und nichts. Beim Besuch hast du halt immer einen dabei gehabt, ganz nah dran oder so auch immer genau geschaut und du wärst auch immer geschützt als Giftler. Ja, Mann, hey, weißt schon, da hast du keinen Bock an den Bunker zu hocken wegen einer rauschigen Nacht. Aber die waren cool, haben uns doch gut lassen. An anderen Gelegenheit mal. Und da haben sie halt auch das ganze Haus gefilzt und diverse große Kanister voller Angesetzten rausgeholt aus den Zellen. Und das muss ich so vorstellen, das ist ein langer Flur. In der Mitte des Flurs im Boden ist ein Loch und da ist ein Gitter rum, damit man runterschauen kann. Ja? Und davon gibt es so ein paar so Lichtschächte und immer so Verbindungsgänge. Auf jeder Seite sind so, weiß ich nicht mal, wie viel das ist, sind 10 Türen oder was. Mehrere Zellen auf jeden Fall. Und jeder Gang ist nochmal abgesperrt mit Glastüren, die sind aber eigentlich immer offen. Ja? Und da ist dann nochmal so ein Glaskasten, wo ein Beamter drinstehen könnte und sich einsperren, wenn irgendwas ist. Also wenn es einen Aufstand gäbe, könnte sich da drin einer einsperren. Jetzt ist dann noch so ein Sicherheitsglas außenrum, wo Draht drin ist, wo man halt das nicht einschlagen kann und nichts. In der Falle, ja, wir kommen mal vom Hofgang zurück. Da haben sie auch das ganze Haus. Jeder musste raus in den Hof kommen. Ob man jetzt will oder nicht, das gab es sonst nie. Aber an dem Tag mussten wir alle raus, weil sie jede Zelle durchsucht haben. Überall haben sie uns angesetzt und Schnaps und alles, was ein bisschen zum Saufen und drogenmäßig war, raus und haben es da in die Glaskästen rein. So dass, als wir zurückkommen sind, beim Raufgehen die gesehen haben, da stimmt was nicht. Da drin stehen Sachen: Kanister, Hanteln, Eimer mit Decken drauf, Hefe. Spritzen, teilweise Löffel, die unten schwarz waren. Also solche Sachen. Das war äußerst, äußerst strange. Und der Gag war dann, als wir dann alle in die Gänge waren und kurz im Einschluss, sind die Wachleute zu den Türen und haben die Zwischentüren alle zugemacht, sodass wir auf die Gänge raus konnten. Und dann dachte ich, boah, was ist denn los? Ist vielleicht irgendwie Hausalarm, müssen sie los, müssen sie in ein anderes Haus, gibt es da irgendwo einen Aufstand und gehen halt extra raus und schauen, was ist, was ist, was ist. Und dann sehen wir sie drinstehen in dem Aquarium, haben wir das nun, mit einem Angesetzten an einem Becher, nimmt dann einen Becher voll
und prostet uns zu und nimmt einen Schluck. Die Sau. Wir alle, boah, du Hammer. Aber es gab für niemanden Bunker. Weißt du, nach dem Felsen haben sie uns nur den Schnaps weggenommen, weil es gab öfter Schlägereien. Wenn die Leute besoffen waren, gab es immer Schlägereien. Und das fanden sie nicht so witzig. Ja. Komischerweise, am nächsten Tag haben ganz viele noch immer was zum Kiffen gehabt. Also es war jetzt nicht so das Problem, da trotzdem was zu kriegen. Aber das war dann schon ein Problem. Ja, und ich habe ja in so einem Steckerbetrieb gearbeitet. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Erst war ich da ja nur ein normaler Mitarbeiter und danach bin ich da einer der Vorarbeiter gewesen, Hausarbeiter, Hausel. Wir nannten das halt immer Vorarbeiter, aber eigentlich ist es ein Hausarbeiter. Der Hausarbeiter kriegt immer zum Ende des Monats 2 Packungen schwarzen Tabak. Ich habe gekriegt immer Javanse Jungens und ein kleines Glas Kaffee. Während alle anderen so einen billigen Half-Zwar Tabak bekommen haben. Nein, ich lüge, es hat jeder einen Javanse bekommen. Einen schwarzen Javanse konnte jeder haben. Und ich als Hausel habe halt 2 gekriegt und diesen Kaffee. Genauso war es. Und ich hatte auch ab und zu mal ein bisschen mehr Sonderrechte. Zum Beispiel ein Einkäufer. Es ist ja immer so, dass man dann da runtergeht und dann geht es halt nach 3 einkaufen. Und natürlich geht es immer nach der Stärke. Also die stärksten und lautesten und die brutalsten, die haben sich immer vordrängelt. Und keiner hat was dagegen gesagt, der macht doch, weil es wurscht ist. Am Ende ist es scheißegal, du hast einen Zettel und gehst halt dann da einkaufen. Ja? Und die haben halt dann auch so die Hausarbeiter immer vorzogen. Ja. Aber auch nur dann, wenn du gesagt hast, ihr müsst nur aufräumen. Ja, du hast ein bisschen Arbeit übrig lassen, dann bist du einkaufen gegangen, hast sofort das erste einkaufen dürfen, das Zeug zurückgebracht in der Zelle, gehst nur mal kurz in Betrieb und aufgetan. In der Zelle wieder zurück. So haben wir das halt immer gemacht. Und ab da, wo ich dann Hausarbeiter war und das ein paar Leute mitgekriegt haben, war ich natürlich plötzlich ein beliebter Mitbewohner in einer Viermannzelle. Und von der Viererzelle erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Okay? Und wenn euch das, was ich so erzähle, gefällt, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ansonsten einen Daumen nach unten, aber dann möchte ich gerne was in die Kommentare haben. Ansonsten freue ich mich über jeden, der mir einen Kommentar da lässt. Und jeden, der mir ein Abo da lässt. Bis dahin, peace out.